Hallo liebe Yogis und herzlich willkommen zurück zu unserem vorletzten Türchen unseres MyYoga Corner Adventskalenders. Heute wird es nochmal richtig entspannend, bevor es in die aktionsreichen Feiertage geht. Und zwar gehen wir nochmal in eine angenehme Dehnung rein, entspannen heute unsere Hüfte, dehnen die Oberschenkelinnenseiten und entspannen danach auch diesen Bereich noch einmal und lockern so richtig durch. Also wenn du soweit bist, dann schnapp dir deine Matte, dein Wasser und mach dich bereit für 5 Minuten vollkommene Entspannung nur für dich. Wir beginnen heute im Sitzen auf der Matte. Bring deine Fußsohlen gegeneinander, dass sie sich berühren. Lass deine Knie einfach sanft nach außen fallen, so weit wie sie es bei dir wollen. Sehr gut, du kannst deine Füße auch weiter wegschieben, wenn du magst, oder näher ranziehen. Je näher du deine Füße zu deinem Körper ranziehst, desto stärker dehnt es in deinen Oberschenkelinnenseiten. Wähle eine Variante, die für dich angenehm ist. Und dann greif deine Füße, zieh einatmend dein Herz nach vorne, mach deinen Rücken lang und lehn dich ausatmend mit geraden Rücken über deine Beine nach vorne, so weit wie es für dich angenehm ist, bis du eine Dehnung in deinen Oberschenkelinnenseiten spürst. Du kannst deine Füße weiter halten oder wenn du magst, auch deine Hände vor dir abstützen. Wenn du nicht so weit kommst, ist es völlig in Ordnung. Ich gehe hier relativ tief. Geh nur so weit, dass du die Dehnung angenehm spüren kannst und dich nicht in die Haltung reinpushen musst. Schließ deine Augen hier, wenn du magst. Zieh dein Kinn leicht an deine Brust ran, dehn deinen Nacken sanft mit. Nimm die Dehnung wahr, dass deine Hüfte sich langsam entspannt. Lass deinen Atem fließen und lass für diesen Moment einfach mal alle Anspannung von dir abfallen. Deine Muskeln ganz locker werden, dein Atem fließen, deine Gedanken einfach weiterziehen und spür nur in dich hinein. Nimm deinen Atem wahr, nimm die Dehnung wahr, spür, wie deine Muskeln langsam loslassen, die Dehnung angenehmer wird, deine Hüfte sich entspannt. Dein Atem ruhiger wird. Bleib einen Moment nur bei dir, deinen Atem in diesem Moment. Und dann richte dich mit deiner nächsten Einatmung ganz langsam wieder auf. Löst deine Hände von deinen Füßen, hilf mit deinen Händen deine Knie zu schließen, dass deine Füße hüftweit aufgestellt sind. Stütz dich auf deine Hände hinter dir ab und dann lass deine Knie hüftweit geöffnet einmal nach rechts fallen, dann nach links fallen, nach rechts fallen. Sehr gut, wir lockern die Hüfte. Nach links fallen, ein letztes Mal nach rechts, ein letztes Mal nach links. Dann bringen sie langsam in die Mitte zurück, komm in einen bequemen Sitz deiner Wahl, richte dich lang in deiner Wirbelsäule auf, bring deine Hände Namaste vor dein Herz und bedank dich bei dir selbst und bei Yoga für das Geschenk, das du dir gemacht hast und dass du bis heute zum 23. Tag immer dabei warst. Vielen Dank. Namaste.